Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mit Marinius. Hamar, möchtest du einmal was sagen? Nein. Wo fahren wir heute hin? Zum Judo-Turnier. Das wievielte? Das dritte. Zum dritten Judo-Turnier mit den Marinio. Und wir fahren jetzt inshallah gleich los. Und dann werden wir essen, kämpfen, gewinnen. Auf was hast du Lust heute so? Also welchen Platz willst du so heute holen? Jetzt ehrlich. Ersten. Warum? Weil das cool ist. Ich habe den Bria auch heute gefragt, hey Islam, sollen wir einen Vlog machen oder nicht? Mir wäre beides recht gewesen. Er hatte Lust darauf. Zeig mal deine Muskeln. Naja, weiß ich jetzt nicht. Jetzt du? Okay, komm, er will auch noch was sagen. Komm her. So, heute sind wir hier zu Gast mit Abdul Malik. Abdul Malik, salam alaikum. Was sagst du heute? Gewinnt dein Bruder? Ja, du musst sagen, ja oder nein. Gewinnt dein Bruder heute? Ja. Aha, okay. Und ist Islam stärker oder Abi? Islam? Ja. Was? Ich mach dich fertig. Wenn du vier bist, inshallah, willst du auch zum Ring? Ja. Wie Islamo? Islam Boxen. Ja, Islam geht jetzt auch zum Boxen mittlerweile. Das ist gut, das wollte ich sowieso erzählen. Also mittlerweile ist Islam jetzt. Erzähl mal deinen Werdegang, Ahmar. Wo bist du montags? Beim Ring. Ja. Dienstag? Judo. Mittwoch? Taekwondo und Kickboxen. Donnerstag? Judo. Freitag bin ich Boxen, Gewinnertraining. Und Samstag? Ring und Erwachsenen. Ja. Nur noch den Gürtel binden und dann sind wir los. Islam, du hast auch bald jetzt Prüfung, ne? Für den Gelbgurt. Ja, das ist ganz wichtig. Unter den ersten Dings da. Dann einmal festziehen und dann richtig knoten. Aber du musst noch mal festziehen, ich kann das nicht so gut. Wenn ich festziehe, Islam, dann Omri, dann bist du zwei Hälften. Weil wenn im Turnier dann der Gürtel runterfällt, kriegt der, und man zu lange braucht, kriegt der andere einen Punkt. Das ist Disziplin, Yahmar. Das nennt sich Disziplin. Okay, reicht, ist gut so. Und bist du ready? Ja. Aber was bist du? Bin ich. Was denn? Ready. So, er wollte hier auch noch was sagen. Was willst du sagen? Guck mal. Okay, ich guck. Oh, Masha'Allah. Jetzt ist er. Soll ich von hier springen? Nicht, dass du dich am Ende verletzt und dann kannst du nicht Judo zu dir teilnehmen. Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready. So, nochmal hier Tag 106 lesen. Okay. Wer also dem rechten Weg folgt, der folgt ihnen zu seinem eigenen Besten. Erzähl mal, Omri, du müsstest dich für eine Sportart entscheiden von denen, den du machst gerade. Zähl mal auf von Platz 1 für dich, also was deine Lieblingssportart ist, und dann ein bisschen weniger und dann das letzte. Ringen. Platz 1. Platz 2 Judo. 3 Kickboxen. Platz 5 Boxen. Platz 6 Taekwondo. Und was ist mit Fußball, Islamo? Also würdest du so wie jemanden in deinem Alter empfehlen, dass er Fußballverein gehen soll oder soll er Ringerverein gehen? Ringerverein. Du weißt, was ich beim Fußball nicht mag. Habe ich dir das schon mal erzählt? Ich mag die Verletzungsrate einfach bei Fußball nicht. Ich mag es einfach nicht. Aber du bist gut im Fußball. Ich kann Fußball spielen, ja. Der Arme, der denkt, ich bin gut. Egal, auf jeden Fall, der Weg von Hamar zum Batal ist lange. Wie lange? Erstmal Hamar, das ist Esel, und Batal ist Held. Ja, wir machen Transformation. Dein Vater hat es nicht geschafft, ich bin Hamar geblieben. Guck mal, Wallah. 500 Kilo, beide Schultern kaputt, und das ist nicht der Weg. Wie geht der Weg, Omri, den gehen wir schon die ganze Zeit. Der Weg, der Nummer 1 für uns ist der Din. Weg Nummer 2 ist die Familie. Nummer 3 sind die Freunde. Nummer 4 ist Sport. Und Nummer 5 sind die Dunya-Sachen. Also die weltlichen Sachen. So ungefähr würde ich das jetzt grob sagen. Da oben, der Mund ist so cool. Ja, der ist Masha'Allah schön. Guck mal, wenn man mit einer Rakete da hochfliegt, dann sieht das aus, als ob man gleich in einer Stunde, zwei oder einen Tag da ist. Aber dann braucht man 4 oder 3 Wochen dahin. 4 oder 3 Wochen? Crazy. Nee, Allahu Alam, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, zum Mond zu fliegen. Wir fragen, hey Siri, wie lange dauert ein Flug auf dem Mond? Irgendwie einmal gedonnen wollt. Hey Siri, wie lange dauert ein Flug auf dem Mond? Hey Siri! Dann geh auf Google. Während der Autofahrt? Ja, ich kann schreiben. Wie, du kannst schreiben? Ehrlich? Also ich habe gesehen, dass du in Deutsch eine 4 hast. Ja, ich kann schreiben. Nee, das war Halbjahreszeugnis jetzt, Islam Amri. Du weißt, wir haben gestern geredet. Wir müssen noch an diesen Sachen arbeiten. Ja? Dein Rhythmus müsste anders werden. Weil ich weiß, was du kannst. Ich sehe es ja, wenn wir Hausaufgaben machen. Dein Kopf ist da. Du bist frisch im Kopf, Masha'Allah. Du kannst das. Das bei dir ist einfach nur leider deine Faulheit. Guck mal, ich sag dir was, Omri. Und das sage ich dir auch nicht nur für die Schule, sondern in deinem Leben. Es gibt Menschen, die wurden mit einem Talent gesegnet.
Und du bist einer von diesen Leuten. Du bist talentiert, was Sport angeht, Beweglichkeit, dein Kopf. Aber viele machen sich ihr Talent durch ihre Faulheit kaputt. Verstehst du? Und später bereuen sie das. Oh Mann, warum habe ich nur gechillt? Warum habe ich nur gezockt den ganzen Tag? Warum habe ich nur das und das gemacht? Und wenn man das sagt, Islam Amri, glaub es mir, du wirst dir dein ganzes Leben lang Vorwürfe machen. Du wirst dir immer sagen, verdammt, verdammt, verdammt. Deswegen bin ich hier und sag dir, Hamar, mach das. Hamar, mach dies. Verstehst du? Ja. Also es gibt Leute, die haben kein Talent und sind nicht schlau, aber ackern und ackern und ackern und ackern dafür und erreichen am Ende alles, was sie wollen. Ja. Deswegen sage ich dir, Amri, wir müssen die Mitte finden. Die Mitte ist der Weg. Nicht übertreiben, nicht untertreiben. Richtig oder falsch? Richtig. So, kalt, oder? Ein bisschen warm, ein bisschen kalt. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Moin, moin. Was sagst du? Es ist kalt. Ah, doch kalt. Oh, coole Halle. Mohammed ist da. Wo ist Mohammed? Ja, Sandri. Und da haben wir vorne über die Verletzungsrate gesprochen. Und dann spielen die hier Fußball. Mohammed, ja? Was holt ihr heute? Erste. Warum nicht Zweiter? Soll ich euch sagen, was das Krasseste bei diesen Veranstaltungen ist in den Turnhallen und so immer? Das Essen. Man fühlt sich wie damals in der Schule, so pausenbrotmäßig, was du in den Kantinen kaufen konntest. Boah, guck mal bitte die Käsebrote, wie die aussehen. Die meine ich. Einfach Schule-Feeling. Ich bin eigentlich gar kein Kaffeetrinker. Ich mag eigentlich gar keinen Kaffee. Aber ich habe mir jetzt einmal einen schwarzen Kaffee geholt. Ich fühle mich nicht so fit. Und ich weiß auf jeden Fall, so ein Kaffee am Morgen, eine Tasse Kaffee, schwarz, ohne Zucker, ohne nichts, ist gesund. Und deswegen trinken wir das. Ist gesund, fit zu werden. Bismillah. Aber ich kann mehr als fahren. Meinst du, ich stehen bleiben? Ja, dann das 35,3. 35,3. So, gewogen hat der Bresig. Du darfst jetzt auch was essen, ne? Auf was hast du Lust? Auf, weiß ich noch nicht, was da gibt's und so. Wir nehmen einen Käsebrot. Oh, du willst auch eine Brezel? Ja. Ja, okay, gib mir auch eine Brezel. Aber das hier kannst du essen. Ah, ja, das kann ich essen. Danke. Schmeckt? Ja. Islam? Da ist ein Haar dran. Hier vorne. Ey! So, jetzt gehe ich mal aufwärmen. So, ein bisschen Aufwärmung. Guckt euch das an hier. Immer so stehen und abwarten. Wir müssen hier von da sofort eingehen, okay? Links, rechts, links, rechts, okay? Und nicht stehen, muss man gucken, was er macht. Und dann einfach hallo sagen. Du musst jetzt ziehen und dann so. Das ist die Gruppe. Ich schwör's euch, von allen Gruppen sind das immer hier die auffälligsten. Hast du Bock, Islamo? Yes. Bist du motiviert? No. Was now? No. Die haben schon viele auf die gemacht. So, wir warten noch, damit wir wissen, wie viele Gegner Islam hat und Mohammed auch. Dann gehen schon die ersten Fights los. Yes. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind wirklich voll ausgebucht. Das hatten wir noch nie so doll. Jetzt ist dein Fight. Bist du bereit? Ja. Auf Platz 2 kämpfen jetzt Theo Neute, Weiß und Mohammed Islam Musa Rot. Bismillah. Oh, der andere sieht irgendwie auch schwerer aus, ja? Okay, okay. Merkan gegen Emily Liga-Jörn. Gegen Amelie Hartmann. Das ist Marty, also wie aufgeben. Ersten Kampf. Mashallah. Ich habe das Gefühl gehabt, der war fünfmal so schwer wie du. Ich sag auch, du hast gut gekämpft, weil die haben auch gut gekämpft. Hast du zu ihnen gesagt, du hast gut gekämpft? Sehr wichtig, sehr wichtig. Ich guck Mohammed zu. Islam, wer kämpft jetzt? Mohammed. Holt er den Sieg?
Ja, Mama freut sich, dass er nicht da ist. Sein Gegner ist gerade irgendwie nicht da. Wenn er gleich nicht kommt, hat er schon den ersten Sieg geholt, auf easy. Oh, oh, er braucht sich doch nicht mehr zu freuen, Islam. Ah, der hätte sauberer sein müssen, Mohammed. Guck mal, Marshall, Mohammed hat so Kraft. Oh, das ist ein Ringergriff. Er hat ihn einfach gedreht wie beim Ringislam. Am 17.02.2024 ist ein Boxenturnier, gehe ich dabei. Mohammed hat gewonnen. Einfach daneben geklappt. Stark, ihr beiden. Sehr gut. Sehr gut, Hammer. Sehr gut. Ich habe den zweiten Kampf leider nicht aufgenommen, aber er hat den zweiten Kampf auch gewonnen. Und er hat den anderen zum Mate gebracht, ne? Ja, er hat einfach so ganz gut geschützt. Wann ist Schluss? Ist ja ganz einfach. Wenn du weißt, wo du kämpfst, musst du manchmal aufstehen und ein bisschen sich mal den Kreislauf ein bisschen anregen. Nur nicht einfach sitzen bleiben und dann zum Schluss stehen kämpfen. Das geht ja nicht. Mach mal ein bisschen Ampelmeier. Hadi. Ampelmeier. Hadi. Okay, Islam redet gerne von Gelbgurt und dass er eingeschüchtert wird. Er hat jetzt Gelbgurt. Ich hoffe, er lässt sich jetzt nicht einschüchtern dadurch. Und dann darfst du da auch noch außen laufen. Ey, diese Richter stehen auch immer im Weg. Ich kann das alles nicht mehr mit den Leuten, ja? Jeden Kampf stehen die im Weg. Wallah, der Bri hat nichts Besseres zu tun, als immer dahin zu gehen, wo ich filme. Ich kann das nicht mehr. Er hat ein Shido gekriegt. Was heißt das? Ach so, eine Verwarnung? Ah, okay. Wenn keiner gewinnt, dann hat es lang gewonnen. Ah, okay. Weil er einmal, dann hat kein Schuss mehr. Weil er einmal. Halten, halten. Werf es. Sehr stark, sehr stark. Sehr stark. Wallah, man denkt, ich mache mit ihm hier Vlog, so oft wie ich die Ringrichter filme. So, ich darf. So ist es, so gefällt mir. So, du bist jetzt da. Islam ist wirklich da, den ich sehen wollte. Seit langem. Goldene Flasche passt zu Gold. An dieser Stelle könnt ihr bei Waterdrop Code Abogoko benutzen, sehr gerne. Coole Flaschen. Ist immer noch kalt das Wasser, sei ehrlich. Und deswegen liebe ich diese Flasche. Die seit 100 Millionen Stunden gefühlt. Ja, ich sag ja. Hammer, du hast jetzt Gold sicher, ne? Ja, hat diese Frau da hinten gesagt. Hat sie gesagt? Ja. Okay, wir haben jetzt gerade rausgefunden, dass wir nur zwei Kämpfe hatten. Das heißt, dann wissen wir ja schon, was du hast. Ich habe gewonnen, ich habe Gold. Aber was hat Ilham dir gerade gesagt? Hätte ich 10 Kämpfe und alle verloren, wäre ich viel, viel besser gewesen. Genau. Islam muss noch lernen zu verlieren. Und sein Trainer hat gerade eine echt coole Rede gehalten. Ich wünsche, ich hätte es aufgenommen, aber das war so ein cooler Moment. Ich wollte es einfach lassen für die. Aber er hat auf jeden Fall unter anderem gesagt, dass er hätte ihn jetzt 10-mal kämpfen lassen, er hätte 10-mal verloren und er hätte trotzdem dazu gewonnen. Und das stimmt auch wirklich. Er war auch richtig stolz auf Islam heute. Er meinte, du hast heute auch einen fertig gemacht, der einen Kopf größer war als du. Aber heute, der Trainer war heute sehr zufrieden, auch mit Islam. Ich natürlich auch, Alhamdulillah. Und der Sohn vom Trainer hier, Idris, hat jetzt auch Gold geholt, mashallah. Auch alle Kämpfe gewonnen. Geht nach Hause. Endlich. Mit dem Bres hier. Hat auch lang genug gedauert. Wohin wolltest du nochmal, Islamo? Ja. Oh. Ja, richtig. Digga, wer war das? Wer? Und das hier. Das können nur meine Kinder gewesen sein. Ja. ABC. So, die Medaille hat jetzt ihren Platz gefunden. Hier hat er sie aufgehangen, genau über sein Gaming-Setup. Ja, schönes Turnier, Masha'Allah, hat richtig Spaß gemacht. Hat es euch Spaß gemacht, Jungs? Ja. Und Mariam Sumeya, was sagt ihr dazu, dass Islam und Mohammed Gold geholt haben? Wir beide. Ja, beide. Beide. Gut? Sehr gut, okay. 100 von 100. 100 von 100. Und vielen Dank, dass ihr euch den Vlog angeguckt habt. Wollt ihr noch was sagen? Schokolade. Triple P mit Mimi. Schiff, lasst gerne Liebe bei den Kommentaren da. Danke euch für den ganzen Support. Ihr könnt gerne, wenn ihr Bock habt, mal hier, ne? Smilodogs Support mit Code Mufti10. Code Mufti10. Smilodogs Neo Subs könnt ihr für beides benutzen. Ich küsse euer Herz, Leute. Salam alaikum, ciao, kakao, tschö, pöpö und tschö mit. Mühe! Was für Mühe?